Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Bayern, mit mir, eurem Violet. Ja, beim letzten Mal im Jahre 1621 haben wir endlich Katholizismus als offiziellen Glauben im Heiligen Römischen Reich einführen können. Und ja, jetzt werden wir hier loslegen und erstmal alles konvertieren, was geht. So, Hansebund und Schweden sind da dabei. Auf unserer Seite Köln, Ungarn und Lüttich. Die ganzen Verbündeten wollen wir wieder nicht mitmachen. Polen, Litauen hat einen Waffenstillstand und einen Haufen Schulden. Aber gut, das ist okay. Schweden ist ja nicht mehr stark. Wenn das jetzt ein richtiges Schweden wäre, wäre das vielleicht noch ein bisschen nervig, aber so ist das schon okay. Und warte mal, könnte Schlesien eigentlich... Schleswig gehört nicht zum Heiligen Römischen Reich. Jetzt hätte ich da nämlich einen Kriegsgrund gehabt. Haben wir eigentlich allgemein irgendeinen Reichsbahn-Kriegsgrund? Gegen Polen-Litauen. Ja gut, aber gegen Polen-Litauen können wir, glaube ich, gerade nicht wirklich kämpfen. Wir sollten mal die Beziehungen mit Polen verbessern, mit Russland verbessern. Damit wir eventuell irgendwann mal gegen Polen-Litauen kämpfen können. Um ihnen diese zwei Provinzen wegzunehmen. Wo sind eigentlich ihre ganzen Einheiten? Oh, sie sind im Krieg gegen das Osmanische Reich. Angreifer gegen Schirwan, Cesarkische Rückeroberung von Karbadia. Ah. Krass. Sie gewinnen. Anscheinend sogar tatsächlich. So, wir haben Potsdam besetzt. Versuchen wir mal hier die... Ah, Nürnberg ist ein Kardinal. Ja, sehr gut. Vielleicht haben wir auch nur so Probleme mit den Kardinälen, weil ich schon länger meine Provinzen nicht mehr wirklich verbessert habe. Und die deswegen entwicklungstechnisch ein bisschen hinten dran sind. Teilweise. So, damit ist unsere Manpower schon wieder fast alle. Aber gut, wir bekommen das schon hin. Haben wir eigentlich noch aggressive Expansion? Nein, dann könnten wir eventuell auch... Wenn wir wieder 100 Papstpunkte haben, können wir dann einfach mal wieder Krieg ohne Kriegsgrund machen, auf ein möglichst optimales Ziel. Und auf diese Weise könnten wir dann noch ein bisschen neue Reichsnationen freilassen. Wir werden jetzt hier erstmal auf jeden Fall Mecklenburg und Lauenburg freilassen, denke ich mal. Weil konvertieren können wir ihn wahrscheinlich nicht. Dafür ist er zu groß. Ja, 118%. Nürnberg sind wir bei plus 100. Okay. Trier, Beziehungen verbessern. Lüttich, Beziehungen verbessern. Österreich macht hier Ansprüche auf mich. Das gefällt mir aber gar nicht. Dieser Bug ist so, so komisch. Die KI, die zieht jetzt ihre Einheiten nicht zusammen. Weil sie nicht kapiert, dass sie hier gefahrlos durchlaufen kann. Das ist ein Bug. Der steht auch schon in den Bugfixes vom nächsten Patch. Heißt im Klartext, der wird demnächst behoben. So, kommt schon. Mit so hohen Prozentzahlen könnten wir doch auch einfach jetzt mal die Belagerung gewinnen, oder? Das wäre doch mal was. Ah, die KI. Hat's kapiert. Trier. Oh, okay, da waren wir schon bei fast bei plus 100. Oh. Ja, wir verlieren lieber Stabilität als 15% Autonomie in allen Provinzen zu bekommen. Böhmen sieht mich nicht länger als Rivalen an. Oh je, da verlieren wir ihn jetzt wahrscheinlich als Rivalen. Oh, die haben auch schon wieder einen echt guten General hier, die Brandenburger. Gefällt mir nicht. So, wer hier will hier schon wieder Militärzugang bei uns? Toulouse und Provence. Warum das? Macht Österreich hier irgendwelche Kriege? Pfälzische Eroberung von Koblenz. Sie verlieren, Gott sei Dank. Alles klar. So, das ist jetzt hier angenehm einfach, hier dieser Krieg. Ah, schon wieder eine neue Idee, ey. Wir kommen hier gar nicht mit unseren Ideen ansatzweise auch nur hinterher. Ja, nur mal schauen, was wir da jetzt noch nehmen.
Technisch gesehen brauchen wir eigentlich keine Idee jetzt gerade. Also nicht wirklich zumindest. So, können wir schon das fordern, was wir wollen. Wir wollen Mecklenburg und Lauenburg freilassen. Wir wollen dein Geld, wir wollen das hier und bitte deine Bündnisse noch aufkündigen. Das reicht dann auch fürs erste Mal. So, die sind jetzt natürlich beide falsche Religionen hier. Aber ich, genau darauf habe ich nämlich spekuliert, dass wir sie jetzt einfach Diplo konvertieren können, weil sie uns so gerne haben. Sehr gut. Alles klar, so, damit haben wir wieder ein bisschen mehr konvertiert. Unsere Reichsautorität im Monat sollte jetzt nochmal ein bisschen hochgehen. Und Brandenburg ist wieder auf der Startgröße. So, wir können jetzt wieder keine neuen Rivalen nehmen. Wir sollten, denke ich, einen Krieg gegen die Böhmer machen. Machen wir da mal einen Anspruch auf Mähren. Müssen wir zwar super viel Coring-Kosten zahlen dann, wenn wir das erobern wollen tatsächlich, aber das wäre dann auch nicht so tragisch. Aber eigentlich brauchen wir auch kein neues Land. Wir sind mächtig genug, um das ganze HE hier, also nicht das ganze auf einmal natürlich, aber um das HE zusammenzuhalten. Vor allem, da wir auch mit Polen verbündet sind. Wenn Polen jetzt unser Feind wäre, wäre es ein bisschen schwieriger. Ziemlicher Sicherheit. Aber ich und Polen sind ja best friends forever. Wer ist eigentlich Polens Rivale? Russland, Osmane, England und Spanien. Ach, deswegen mag Spanien das auch nicht, weil die Polen nicht mögen. Alles klar. Alles klar. Und sie haben übrigens die tatsächlich geschafft, hier die Rebellion zu besiegen. Interessanterweise. Ah, guck mal einer an hier. Landshut bekommt hier neue Werte. Da wäre ich für Produktion, muss ich sagen. Zack. Sehr gut, alles klar. So, wir können dann auch mal... Achso, ja, die Söldner wollte ich ja verteilen auf meine Armeen, genau. Machen wir das so. Alles klar, so, jetzt haben wir in beiden Armeen ein paar Söldner drin. Das spart Manpower. Kaiserwahl. Da ist alles easy, sehr gut. Der Krieg da mit der Pfalz ist vorbei. Oder der Krieg der Pfalz ist vorbei. Oh, sie haben keinen Nachfolger. Woo, wir könnten ihren Thron jetzt beanspruchen. Sie sind verbündet mit mir natürlich, mit Österreich, Kleves und Luxemburg. Ja, alles klar, das machen wir jetzt. Hoffentlich funktioniert es diesmal auch. Österreich ist nicht länger ein gültiger Rivale. Jetzt habe ich nur noch den Osmanen als Rivalen, super. So, ich hoffe mal... Okay, die Polen sind jetzt hier im Frieden. Ich hoffe mal, die helfen mir dann dabei auch. Ansonsten wird dieser Krieg wieder höchst anstrengend. So, wie alt bist du eigentlich? 17, okay, dann müssen wir uns beeilen. Wir beanspruchen natürlich den Thron. Wir verlieren dadurch jetzt wieder 1 Million Beziehungen mit allen Leuten, mit denen wir eine Staatsehe haben. Aber das ist okay. Ja, München hat einen neuen Kardinal gekriegt. Sehr gut. Brechen das Bündnis. Und hoffen, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Thronanspruch. Wir verlieren eine Stabilität. Österreich hilft ihnen. Oh, alle unsere Verbündeten helfen uns. Fast, außer Lüttich. Krass, alles klar. Ja gut, dann los geht's. Pfälzischer Thronfolgekrieg. Los geht es. Alles klar. So, das sollte jetzt nicht alles so schwierig sein. Die ganze Welt gegen Österreich und die Pfalz. Um Österreich lassen wir es unsere Verbündeten das machen. Dafür müssen wir jetzt nicht Manpower verschwenden. Wir werden hier einfach die Pfalz belagern mit großen Stacks, damit das möglichst schnell geht.
mal sagen. Prag hätte ich ja schon ganz gerne, ne? 29 Entwicklung ist schon nicht schlecht. Obwohl unsere Provinzen Nürnberg und München mittlerweile tatsächlich sogar schon besser sind. Weil ich die so stark ausgebaut habe. Zumindest München. Nürnberg ist natürlich von selber so gut geworden. Das hat ja Nürnberg ausgebaut schließlich. So. Die KI ist mal wieder ein bisschen verwirrt und will uns nicht helfen. Egal, wir werden trotzdem erstmal weiter belagern. Pommersche Rückeroberung von Rostock. Das gefällt mir aber hier nicht so. So, machen wir uns noch ein paar mehr Feinde, warum nicht? Wow. 6-4 General haben sie. Böhmen, das ist aber eklig. Ganz schön eklig ist das. Ach, guck mal, Braunschweig. Braunschweig können wir aber nicht konvertieren. Naja, die sind zu groß. Aber wir können dann immerhin mal Paderborn abgeben lassen. Das wäre ja schon mal was. So, warum steht ihr hier mal wieder nur auf eurem Arsch und helft mir nicht? Was ist los mit euch? Oh, sie haben meine Festung in Lienz belagert. Ah, da kommen die Spanier. Das ist auch das erste Mal jemals, dass ich die sehe, dass die uns helfen. Was? So, Kleve. Dir will ich eigentlich nichts, von daher gibst du mir einfach mal dein Geld. Kündigst mal hier deine ganzen komischen Bündnisse hier auf. So, suchst dir mal ein paar neue Bündnispartner. So, Österreich und Ungarn kämpfen mal wieder gegeneinander. Ungarn ist auch schon westernisiert hier, tatsächlich. Oh, sehr schön. Geld. Geld ist doch immer was Schönes. Oh, hier diplomatische Technologie. Komm schon, wie lange willst du noch brauchen, um dieses dumme Fort zu belagern? Das ist doch echt lächerlich. Schicken wir unseren Thronfolger in den Krieg. Vielleicht stirbt er ja. Wer weiß. Das 4er General macht ganz schön viel Schaden. Fällt mir gar nicht. Oh, die kommt zu uns. Wollen wir hier versuchen anzugreifen? Na, das sind jetzt schon 17.000. Nö. Oh, du greifst mich an. Erster. Bin ich das Angreifer oder der Verteidiger? Der Verteidiger. Schicken wir unsere zweite Armee dorthin. Oh, Großbritannien hat mich als Rivale bestimmt. Okay. Fällt mir jetzt nicht so sehr, muss ich jetzt zugeben. Armeeorganisator, war das? Ah ne, okay. Das ist alles easy. Da bringen wir hier die Pommern und Böhmen und sonst so wen alles noch um. Die müssen hier alle weg. Alle konvertiert werden müssen sie. Österreich erledigt sich hier von selber. Anscheinend machen unsere Verbündeten. Unser Manpower ist mal wieder alle. So, wenn wir jetzt hier Aquileia freilassen, ist das dann... Oh, das machen sie noch gar nicht. Achso, wir haben die Festungen noch nicht besetzt, okay. So, komm schon. Dieser 6-4-General, der ist ganz schön nervig. Wir lagern jetzt erstmal hier Böhmen. Wir haben schon wieder unendlich viel Manpower-Schulden. 14.000 schon wieder. Ah, Lüneburg ist unabhängig. Sehr schön. Und ist sogar katholisch. Gefällt mir. Mehr Reichsautorität. Warum greift ihr uns denn jetzt hier an? Was ist denn mit euch kaputt? Habe ich gedacht, meine Verbündeten machen einmal was richtig, ne? Aber nee. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schwierig. Ah, Zentralisierung brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ein bisschen Autonomie haben wir noch. Naja.
So, können wir theoretisch hier einfach jetzt schon die PU uns holen? Nee. So, formieren wir unsere beiden Armeen hier. Und dann bauen wir mal wieder ein paar Söldner. Bleibt uns ja nicht viel anderes übrig. Unsere Armee hat nämlich schon wieder keine Frontlinie, wir haben nur noch Artilleristen. Das ist immer schlecht. Offensichtlicherweise. Und es sind auch nicht mehr wirklich viele, mal so nebenbei am Rande, insgesamt. 22.000, gerade eben waren es noch 60.000, wenn man es mal so anmerken möchte. Oh, dieser 3-Sterne-General, warum? Der macht uns gerade so Probleme, einfach nur, dieser 3-Sterne-General, das ist unglaublich. Das ist wirklich nicht mehr schön. Das Problem ist auch, ich kann meine Verbündeten jetzt in diesen Krieg mal wieder nicht reinrufen. Oh, verflucht, ey. Da habe ich mir mal wieder ein bisschen zu viel auf einmal aufgehalst. Zum 100. Mal irgendwie dieser Serie gefühlt. So, wir müssen irgendwie mal unsere Armeen wieder halbwegs strukturiert hier versammeln. Dieser 6er-General von Böhmen macht uns nämlich ganz schön fertig. Dann konsolidieren wir hier die Regimenter und bauen neue Söldner. Wir können keine Söldner mehr bauen, das ist natürlich ein bisschen problematisch. So. Jetzt haben wir hier mit den Kurfürsten wieder die Beziehungen. Die auch ja immer gewählt bleiben. So, Pfalz, können wir Frieden schließen, bitte? Ich möchte nur einen Krieg auf einmal führen, wenn es geht. Jetzt hat Mecklenburg aufgegeben. Na toll. 40.000 Manpower für den Arsch. Naja, okay. Dann können wir jetzt immerhin diesen Krieg hier gegen die Österreicher entspannt fertig machen. Beziehungsweise unsere Verbündeten können es. Insofern sie es irgendwie mal schaffen, einfach mal die Provinzen zu belagern. Aber ich weiß, das ist für die KI eine wirklich große Herausforderung. Das zu schaffen. Wisst ihr was? Ich werde hier einfach mal unseren Militärtechn... Ach, deswegen haben wir auch so Probleme gehabt. Wir haben den aktuellen Militärtechn noch nicht gehabt. Ah, ja, okay. Alles klar. Deswegen. Sie haben viel mehr Flankenschaden gehabt als wir. Okay. Das macht dann natürlich Sinn, dass wir so hart aufs Maul bekommen haben. Zusätzlich noch zu dem 6er-General natürlich, aber... Das war dann ein Grund, warum wir so hart aufs Maul bekommen haben. So. Oh ja, wir haben so Glück mit den Generälen. Ist doch schön, schön. So, wir können jetzt bestimmt schon die PU fordern, aber jetzt möchte ich dann ganz gerne schon auch... Ach, gut, dass ich gerade General gewürfelt habe. Machen wir dann, versuchen wir es nochmal. Oh ja, sehr gut. Endlich mal ein brauchbarer. Zwei brauchbare Generäle, ey. Das ist doch mal schön. Hoffen wir mal, dass sie jetzt auch eine Weile leben. Erhöhen wir hier ein bisschen die Geschwindigkeit. Bis der Krieg hier mal vorbei ist, beziehungsweise bis die Belagerung hier endlich mal vorbei sind. Ich verstehe gar nicht, was die KI hier mit ihren ganzen Einheiten die ganze Zeit geschafft hat. Dass das so lange dauert. Oh, unser Nachfolger ist gestorben. Wir haben eine Stabilität verloren, weil er in der Belagerung war. Ärgerlich. 414, das ist auch schon 55. Naja, kann man nichts machen. So, könnten die jetzt hier bitte fallen? Schon wieder. Wie lange das dauert, ey. Die irgendwie hier so wenig Kanonen oder was ist da los? Guck mal, Polen. Sogar tatsächlich auch mal da zur Abwechslung. So, auf, komm.
Beende die Belagerung, bitte. Gib Gas. Ach ja. Ja, 35% und 10 Mal und wir schaffen es einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Na, geht doch. Nee, Ungarn, also Wien bekommst du nicht von mir. Das kannst du so ziemlich vergessen. Das bringt nichts, wenn ich dann noch mehr Artillerie draufstelle. Hat keinerlei Auswirkungen. Dann versuchen wir jetzt hier mal die Rebellen zu bekämpfen. Alles klar. So, wir schließen Frieden mit Österreich. Du lässt Aquileia frei. Okay, dann kündigst du mal deine ganzen komischen Bündnisse hier auf. Die gehen mir nämlich auf den Nerven. Dankeschön. So, Aquileia ist katholisch. Sehr gut. Okay, so, dann können wir ja jetzt Frieden machen. Und die PU hier durchbringen. Das bringt 10 aggressive Expansion. Das ist nicht viel. Ist klar. Zack. Wir verloren unseren Thronanspruch auf die Pfalz. Ja. Und wir haben ziemlich schlechte Beziehungen. Das müssen wir gleich mal beheben. Wenn jetzt unser Herrscher natürlich stirbt, dann wäre das super ärgerlich. Aber gut, dann könnten wir die PU quasi gleich nochmal erzwingen. Wäre jetzt nicht so tragisch. So, schicken wir unseren Diplomaten in so Beziehungen verbessern. Dann schicken wir ihnen zur Sicherheit gleich mal noch einfach ein Geschenk. Einfach nur, damit wir auf jeden Fall die PU behalten. So. Alles klar, sehr gut. Damit müssen wir jetzt quasi 50 Jahre warten. Und dann kriegen wir, denke ich, einen Kurfürstentitel. Hoffentlich. Sollten wir. Wir haben ja recht viel diplomatisches Geschick. Durch unsere beiden diplomatischen Ideen. Und warte mal, was haben wir noch so für? Wir haben Wirtschaftsideen. Dann werde ich jetzt einfach mal hier die Qualitätsideen noch nehmen. Denke ich. Denn die sind ganz gut zusammen mit den Wirtschaftsideen. Auch mit den Einflussideen zusammen gar nicht mal schlecht. Naja, okay. Inkompetente Diplomaten. Na gut, dass wir das erst jetzt haben. Unser Nachfolger stirbt schon wieder. Okay, ja, das ist klar. Jetzt haben wir keinen Nachfolger mehr. Würden wir das Haus Gryff auf den Thron bekommen? Von Polen. Okay. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Nachfolger, aber wir sind 69, von daher ist das recht unwahrscheinlich. Zweite Hennegauische Eroberung von Redlam. Die ist irgendwie immer noch nicht kapiert, dass sie da auf den Sack bekommen. Von ihren ganzen Nachbarn. So. Warum wählst du dich selbst? Oh. Die Leute sind ja schon wieder nicht so happy mit uns, das gefällt mir nicht. Ach so, wir haben jetzt die Pfalz als Vasallen, deswegen, ja, okay. Das ist das Problem. So, wir haben 12 heretische Reichsfürsten immer noch. Die wir alle wahrscheinlich nur militärisch konvertieren könnten. Und Pommern ist jetzt wahrscheinlich mehr als 100, ne? Oh, ne, gar nicht. Pommern geht noch. Wir haben nur halt keinen Kriegsgrund gegen ihn. Das ist das Problem. Brandenburg haben wir auch noch eine Waffenruhe. Du bist immer noch mit Polen verbündet. Münster ist wieder. Und Frankfurt, warum das denn? Ach, Frankfurt dürfen wir jetzt nicht Diplom konvertieren. Ja, warum? Warum Spiel? Warum tust du mir immer solche Sachen an? Die haben auch eine Waffenruhe. Naja gut, dann warten wir erstmal, bis unsere ganzen Waffenruhen fertig sind und danach werden wir einen neuen Krieg erklären. Erstmal, wir müssen ja so oder so erstmal jetzt unsere Manpower wenigstens ein bisschen regenerieren lassen. Lösen wir hier mal die unnützen Söldner auf, also die Artillerie und die Kavallerie, die brauchen wir nämlich nicht. Dann bauen wir neue Einheiten.
irgendwie das Gefühl, die ganze Kampagne besteht nur daraus, dass wir ständig neue Einheiten bauen müssen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal meine Regimenter nicht so schnell konsolidieren. Weil das Problem ist, die Armeen, die kämpfen einfach so schlecht, wenn man sie nicht konsolidiert dann. Das ist dann halt ein echtes Problem. So, wir können Großbritannien als Rivalen nehmen. Mehr oder minder toll. Könnten natürlich eventuell... Oh, sehr schön. 4 Kardinäle jetzt. Frankreich als Vasallen versuchen uns zu holen irgendwie und dann ihm das hier alles geben. Das wäre natürlich ziemlich lustig. Wäre eine Überlegung wert. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Ich denke jetzt gerade so darüber nach, ob ich das tatsächlich machen möchte oder nicht. Aber das wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. So, was haben wir das hier? Was haben wir hier einmal die Grundsteuer in München? Bauen unsere Hauptstadt ein bisschen weiter aus, warum nicht? Ja klar, Barockmusik auf jeden Fall, warum nicht? Ist doch schön. Mehr oder weniger. Geschmackssache, aber... So, wie sieht es bei uns mit Geld aus? Wir bekommen 16 Dukaten im Monat. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Das liegt aber halt auch primär daran, dass wir gerade so wenig Einheiten haben. Spanien ist Kontrolleur der Kurie. Ja, irgendwann können wir auch mal anfangen, versuchen, Kontrolleur der Kurie zu werden. Nevers. Versucht hier... Hat hier was im Reich erobert. Das gefällt mir aber gar nicht. Ungarn und Polen würden uns helfen. Also wir werden auf jeden Fall die Provinz zurückerobern. Die Frage ist nur, ob wir es jetzt sofort machen. Was habe ich denn gerade alles für... Wir sollten mal Baden integrieren. Das ist ein unnützer Beziehungsslot, den ich hier die ganze Zeit noch habe. Das sollten wir wirklich mal machen. Aber vorher brauche ich das hier. Dann zahlen wir nämlich 25% weniger Kosten dafür. Yay, noch einen neuen Kardinal. Jetzt haben wir schon 5. Gefällt mir. Sollte ordentlich Reichsautorität, Papsteinfluss bringen. Ja, 8 im Jahr. Das ist schon ziemlich viel. Besser noch mit dem Papst mal die Beziehungen. Die sind relativ niedrig. Mit Ungarn sollten wir sie auch mal wieder verbessern. Aristokratie-Ideen, neuer Diplomat. Das wäre schon ziemlich cool. Aber wir sind jetzt schon ziemlich krass militärisch hinten dran, ne? Wenn wir das machen, von daher machen wir das erstmal nicht. Wir müssen erstmal die militärische Technologie machen. Nehmen wir hier mal einen Level 2er Typen. Einfach nur, damit wir da ein bisschen besser vorankommen, was das angeht. Denn wir brauchen mehr militärische Punkte, definitiv. Wir haben ja da sogar schon unseren Fokus drauf die ganze Zeit. Wir bekommen trotzdem keine Punkte oder zumindest mal nicht genug Punkte. Talentierte und ehrgeizige Tochter, das Fehlen eines Thronfolgers besorgt sowohl das Volk von Bayern als auch eure Berater. Ihr habt eine talentierte und ehrgeizige Tochter, die mit ihrem Verstand und ihrer Gerissenheit sowohl ausländische Adlige als auch euren persönlichen Berater beeindruckt hat. Ist es nicht an der Zeit, sie als euren Thronfolger in Betracht zu ziehen? Ja, die Frage ist, gab es schon die pragmatische Sanktion in diesem Spiel?
Weil wenn nicht, werden wir dann nicht mehr Kaiser sein danach. Und das möchte ich definitiv nicht haben. Von daher. Noch bin ich nicht tot. Ich kann noch ein oder zwei Söhne zeugen. Mit 70. Geht schon. Ist machbar. Kriegen wir schon hin. Oder auch nicht. Weil wäre ein echt guter Herrscher gewesen. Das ist echt ärgerlich. So, wir haben einen Griff jetzt auf dem Thron. Maximilian II. Josef Griff. Und er wurde auch zum Kaiser gekrönt. Sehr gut. 20. Okay. Hoffen wir mal, dass das ausreichend ist, um uns danach wieder zum Kaiser wählen zu lassen. Denn wir haben jetzt sehr, sehr schlechte Legitimität und mit schlechter Legitimität ist das immer schwierig, was zu machen, also Kaiser zu werden. Ist so verlockend, das hier zu nehmen, ne? Machen wir das mal weg. Gut, dann würde ich sagen, wir sind jetzt wieder zum Kaiser gekrönt. Wir haben 34% Reichsautorität. Das bedeutet, wir bekommen demnächst die nächste Reform. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute von euch. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Bis dahin, euer Violett.